Auf jeden Fall. Glaube ich. So, wir steigen erstmal ein in die Partie. Der VfB Stuttgart mit dem Keeper Dean Savic, den wir im kompletten Turnierverlauf schon immer wieder mit ins Spiel eingebunden gesehen haben. Hier der Ball von Rizzi Hülsmann an der Bande. Dominik, was ist die größte Herausforderung, wenn ihr hier an der Pfeife seid? Das Tempo, ganz klar. Also es ist nicht zu vergleichen mit anderen Wettbewerben hier bei uns im Kreis. Auch ich sag mal, das Turnier in Stempwede für die A-Jugendlichen kommt an dieses Tempo hier nicht ran. Ja. Das ist einfach Fakt. Also viele enge Aktionen, viele Zweikampfbewertungen wahrscheinlich. Genau. Gibt es einen großen Unterschied im Umgang mit den Spielern? Sag mal, wenn ihr jetzt hier ein Kreisliga-Spiel, Kreisliga-Turnier pfeift, zu den Spielern hier, sind die anders, die Jungs? Ja, man muss sich schon den einen oder anderen Spruch vielleicht mal gefallen lassen und auch mal ein Auge zudrücken, weil ich glaube, das ist einfach bei den Jungs auch in dem Alter schon im Tagesgeschäft mit drin, dass sie sich so, dass sie so miteinander umgehen und auch mit dem Schiedsrichter so umgehen. Also die Sprache ist schon roh, während wir hier die frühe Führung für die Stuttgarter sehen. Nathan Winkler nutzt eine Unaufmerksamkeit vom Bayern-Keeper. Wir werden das gleich nochmal im Replay sehen. Die Bayern wollen schon antworten. Jetzt sehen wir es. Also Bayerns Keeper da. Ja, Ball wegstibitzt. Clever gemacht von Nathan Winkler. Es wäre eine faustdicke Überraschung, wenn die Stuttgarter auch die Bayern hier aus dem Turnier werfen. Dominik, darf man das als Schiedsrichter sagen? Hast du einen Sympathieverein? Bist du irgendwo Fan? Ja, ich sag mal, bei den Herren bin ich ganz klar für die Bayern. Hier ist das, das blendet man aus, weil Bayern ist nicht der Bayern, oder? Genau. Ja. Ich sag mal so, man kennt eh keinen Spieler, sag ich mal. Und dafür ist das eigentlich auch zu wichtig, dass du hier neutral bist, weil du kannst es nicht erlauben, für irgendeine Mannschaft hier zu pfeifen und das geht nicht. Apropos, du hast, glaube ich, die Mühlenkreisauswahl auch gepfiffen. Genau. Ich habe mit dem anderen Schiedsrichter auch schon immer wieder gesprochen. Die sagen durch die Bank weg, natürlich ist das was Besonderes, weil man A, natürlich die Mühlis nicht befoltern will und B, das Brennglas, aber natürlich der Halle auch ganz besonders auf euch liegt. Genau. Ist das ein besonderes Spiel nochmal, die Mühlis zu pfeifen? Ja, ich habe gestern noch zu Kumpels gesagt, wenn du die Mühlis pfeifst, da kannst du eigentlich nur verlieren, weil, ja, wie du schon sagst, du entweder, wenn du für die pfeifst, dann hast du die Gegner gegen dich. Ja. Und wenn du gegen sie pfeifst, hast du die Halle hinter dir, beziehungsweise nicht hinter dir. Und das willst du eigentlich auch nicht, deswegen bist du auch da sehr fair und bewertest jeden Zweikampf normal und nicht mit einem Auge für die Mühlis. Ja, glaube ich. Eben hier die erste Möglichkeit für den FC Bayern München, die jetzt natürlich anrollen hier mit ihrem Block um Kapitän Ojub Aydin jetzt am Ball. Auch mit Paul Wanner auf dem Platz, mit Kenan Yildiz auf dem Platz. Also das sicherlich hier so der Aushängeschildblock des FC Bayern München. Freistoßentscheidung hier für die Stuttgarter von Christoph Gerling vom VfL Frohheim. Dominik, werdet ihr speziell geschult? Wie muss ich mir die Vorbereitung auf so einen Freeway Cup vorstellen? Du hast schon gesagt, es ist nicht zu vergleichen mit Fohlen Cup, mit Hallenmasters. Es ist eine ganz andere Welt. Wie läuft so eine Vorbereitung für Schiedsrichter ab? Die letzte Schulung vor dem Turnier ist nochmal ganz klar Augenmerk auf den Cup, auf wie ist das letzte Jahr gelaufen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Dann musst du natürlich auch im Vorfeld einen von diesen genannten Cups, die du schon erwähnt hast, pfeifen, weil sonst ganz ohne irgendwie Praxiserfahrung in der Halle brauchst du hier eigentlich gar nicht erst auflaufen, weil da gehst du sang- und klanglos unter. Deswegen, da musst du ein Turnier mitnehmen, musst dich natürlich auch, sag ich mal, beweisen und das gut machen und dann klappt das hier auch. Ja, wir haben es ja gestern festgestellt, die Regeln sind für die Spieler schon was Besonderes, weil nicht in jedem Bundesland das gleich gehandhabt wird. Genau. Ruckelt sich das so besonders zurecht? Samstag ist noch viel Regelschulung auch während der Spiele oder wie ist so dein Eindruck? Ja, ich glaube schon, jedes Team braucht so ein oder vielleicht sogar zwei Spiele, um die Regeln zu verstehen. Ich gerade habe das auch in meinem ersten Tag gestern miterlebt, dass Spieler teilweise für einen Wechselfehler 2 Minuten Zeitstrafe haben wollen. Das gibt es hier halt einfach bei uns nicht. Ja. Und sonst sind eigentlich aber größtenteils die Regeln gleich, bis auf vielleicht ein Kicken oder ein Rollen. Das verstehen sie am Anfang auch manchmal nicht. Ja, genau. Das sind so die kleinen Schwierigkeiten zu Beginn.
Also die Stuttgarter führen immer noch. Bayern hat mittlerweile aber richtig Tempo aufgenommen. Einmal durchgewechselt. Die Spieler um Kenan Yildiz jetzt auf dem Platz beim FC Bayern München. Hast du einen der beiden schon gepfiffen hier im Turnier? Ja, ich habe die Bayern gestern einmal gepfiffen gegen Köln und heute Morgen im Spiel gegen Dortmund. Und dann Eindruck? Ich fand sie gestern nicht so stark. Heute machen sie einen besseren Eindruck auf mich, auch gerade im Spiel gegen Frankfurt. Ja. Jetzt bin ich gespannt, wie das Spiel abläuft. Ich hatte sie eigentlich als Favorit gesehen, wenn ich ehrlich bin, aber lassen wir uns mal überraschen, was noch passiert in den knapp 10 Minuten. Ich wollte gerade sagen, noch Zeit genug. Kann in alle Richtungen verlaufen. Ja, die Stuttgarter ja wirklich bisher die Minimalisten im Turnier. Wie gesagt, keine gute Vorrunde gespielt. Und ich glaube, einen Punkt hatten sie. Ne? Genau, einen Punkt. Vor allen Dingen in der Offensive hat es gehakt. Haben in der Vorrunde in 4 Spielen und 3-mal getroffen. In der Halle ja wirklich verschwindend wenig. Ja. Aber seit den K.O.-Spielen sind die Schwaben aufgewacht. Hier wieder Sean Savic. Immer wieder der Aufbau über den Keeper der Stuttgarter. Das ist ein Muster. Ja, das nutzen viele Teams, gerade als so ein Überzahlspiel, meiner Meinung nach auch gut einsetzbar, aber dann muss das natürlich viel schneller passieren als in dieser Aktion. Ja. Spielstil, das war vor ein paar Jahren durch die alten Regeln noch ein bisschen anders, ist relativ identisch bei allen Teams, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch in der Vorbereitung auf dieses Turnier mal ein Jugendturnier in der A-Jugend gesehen, letztes Wochenende in der Halle. Ja. Da kam überwiegend der 5. Feldspieler als Torwart. Und hier der Treffer zum 2:0. Sebastian Lutz mit der faustigen Überraschung mit 2:0 für die Stuttgarter. Hier sehen wir es, hier lauert das schon. Gutes Dribbling, gut isoliert, Ball rechts rausgelegt und dann keine Chance für Rizzi Hülsmann. Also auch beim A-Jugendturnier ist schon der 5. Feldspieler immer wieder zu sehen. Ja. Das ist ja hier eigentlich relativ wenig bis gar nicht vorgekommen. Ja. Das wundert mich einerseits, aber ich muss sagen, es wirkt natürlich auch Gefahren. Ja, große Risiken. Ja. Merkt man gerade jetzt so in der K.O.-Runde, man will weniger Fehler machen. So, jetzt die große Chance für die Bayern. Kommt da Benjamin Dibrani. Bisschen spät zum Abschluss. Stuttgart kontert schon wieder. Über die rechte Seite. Boah. Ballbesitz für die Bayern zum Unmut von Yannick Malé vom VfB Stuttgart. Florian Pollack fasst sich ein Herz. Jetzt die Stuttgarter schon wieder im Gegenangriff. Risiko genommen. Turnierhistorie, das noch ganz kurz. VfB Stuttgart 4-mal im Finale, 3-mal konnten sie den Cup bereits gewinnen. Zuletzt 2013. Die Bayern 2-mal im Endspiel. Ein Cup-Gewinn stand zu Buche. Hier die Möglichkeit durch, wie ich finde, den präsentesten Bayern-Spieler. Für den Schiedsrichter, glaube ich, auch etwas schwierig zu pfeifen, weil auch sehr klar war, immer wieder taktisches Foul. Eyob Aydin hat euch schon Arbeit beschert, oder? Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Aber der U16-Nationalspieler einfach komplett on fire, großem Ehrgeiz. Also, was können Wanner, was können Yildiz, was können Aydin jetzt noch drauflegen? Der Bayern-Block. Stuttgart verteidigt wirklich leidenschaftlich und schaltet immer wieder gut um. So, nächster Aufbau. Für die Bayern. Stuttgart attackiert jetzt gut. Jeder Feldspieler bekommt sofort Druck, gibt wenig Freiräume. Für die Münchner wäre jetzt eigentlich Zeit, den Torwart noch viel mehr mit einzubinden, um dann eine temporäre Überzahl herzustellen. Versuchen sie jetzt. Wieder gut aufgepasst von Nico Engel. Also
Langer Ball. Ach, ein Stück weit zu lang für Kenan Yildiz. Fällt dir ein Spieler hier im Turnier besonders auf, wo du sagst, Donnerwetter, der beeindruckt mich? Für mich ist es bis jetzt der Elfer von Bremen. Ja. Also. Top. Danke, dass wir eine neutrale Meinung haben. Den feiern wir hier schon seit Spiel 1 ab. Und sind immer ganz froh, wenn das der neutrale Beobachter genauso sagen. Der ist schon stark. Ja. Am Ball, im Abschluss, alles Mögliche. Ja. Aber für mich jetzt so der Spieler, der bis jetzt am meisten raussticht aus der Masse. Ja, aber Keke Maximilian Top, der Angreifer vom SV Werder Bremen. Auch Topscorer derzeit in unserem Turnier. Nächster Abschluss hier durch den Kapitän der Bayern, Eyüp Aydin. 4 Minuten 30 noch auf der Uhr. Wieder hier die starke Ballbehandlung. Dann aber der Fehlpass. Nächste Kontergelegenheit für die Stuttgarter. Das ist die große Möglichkeit, aber da macht Ritzi Hülsmann die Hosenträger zu. So Paul Wanner, der 14-jährige U15-Nationalspieler. Ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand dafür. Ja. Ja, und da immer wieder diese taktischen Fouls, die er wirklich gut einstreut. Ja, die hat er drauf. Extrem weiter für sein Alter. Ja. So, sehen wir hier nochmal. Bevor der das Tempo aufnehmen kann, zack, einmal kurz gehalten, nichts Dramatisches. So, jetzt vielleicht. Nächste Möglichkeit für die Bayern. Wieder zu ungenau. Ansonsten das Verhalten der Teams untereinander sehr fair, oder? Oder wie nimmst du das auf dem Feld wahr? Doch, nichts Schlimmes. Ab und zu mal eine Zeitstrafe, die mal sein muss, aber sonst sehr fair, sehr ruhig. Das haben wir auch schon, muss man leider so sagen, anders erlebt in den letzten Jahren. Ja. Ich finde aber auch, dass die Schiedsrichter das mal als Lob für euch auch in Sachen Körpersprache, in Sachen Kommunikation, das auch sehr gut machen. Es gab auch Jahre, da war das sehr hektisch, sehr aggressiv geprägt. Die Chance nehmen wir noch mit. Ich finde, ihr habt eine sehr ruhige, sehr klare Ansprache und das hilft natürlich ein Stück weit auch zu deeskalieren. Also ja, ich finde schon, dass das auch ein gutes Zusammenspiel ist da zwischen Spielern und Schiedsrichtern. So, Paul Wanner. Nächster Abschlussversuch. Aber die Bayern brauchen jetzt einen Anschluss. Du bist auch wahrscheinlich als Zuschauer schon jahrelang hier, oder? Ja. Ich glaube, mit 4, 5 Jahren das erste Mal da gewesen mit meinem Papa und dann jedes Jahr. Ja. Wahrscheinlich auch, wenn wir bei München schon sind. Christian Derflinger. Ist mir ein Begriff. Hier gesehen, oder? Ja. Und muss ich auch sagen, in all den Jahren, die ich hier war, auch als Zuschauer oder als Schiedsrichter, für mich der beste Spieler, der hier auf dem Parkett stand in Lübeck. Ja, ja. Es gibt keinen Spieler, der immer noch so oft genannt wird wie Christian Derflinger. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ein Jahr hatte Hertha BSC damals Sascha Bigalke dabei. Der war auch nicht schlecht. Korrekt, ja. Aber der Derflinger, der war noch mal von einem anderen Kaliber. Ja, hat alles überragt, definitiv. So, Bayern jetzt mit dem 5. Feldspieler, mit vollem Risiko, 1,40 vor dem Ende. Es sollte innerhalb der nächsten 40 Sekunden der Anschluss fallen. Drin ist das noch locker in der Halle. Das funktioniert alles. Stuttgart verteidigt es aber extrem konsequent, extrem aktiv. Mal gut gespielt. So, jetzt nochmal die Schussmöglichkeit, aber ganz ungenau. Dean Savic hat auch diesen Ball wieder. Also es riecht nach Halbfinale für den VfB. Christoph Gerling, glaube ich, Stürmer faul, was hat er gesehen? Ja, ich glaube, gestrecktes Bein da. Okay. Also 60 Sekunden noch auf der Uhr. Ich würde fast sagen, das war's für die Bayern. Befürchte es aus Bayern-Sicht auch. Abstoß nochmal. Aber es müsste jetzt schon ein Wunder passieren. Cup-Wunder passieren, genau. Jetzt nochmal rüber gespielt. Gibt es nochmal die Möglichkeit? Wieder geblockt. Also Stuttgart ist auch einfach extrem konsequent gegen den Ball. Macht echt gut, ja. Und das ist der Treffer und das ist die endgültige Entscheidung. Nico Engel mit dem 3:0 und mit der endgültigen Entscheidung.
Entscheidung. Also, der VfB Stuttgart im Halbfinale Bayern München. Etwas überraschend mit dem Turnier aus dem Viertelfinale. Wie so häufig. Oft starke Ansätze und dann bekommen sie es irgendwie nicht zu Ende gespielt. Auch hier wieder abgefangen. Ja, die Stuttgarter in der Defensive echt stark. Und ja, für mich auch eine kleine Sensation, dass sie hier weiterkommen. Es regnet der Vorrunde, ne? Das war überhaupt nicht abzusehen, dass das so kommt. Aber das macht diesen Modus ein Stück weit auch einfach aus. Ja. Das war's. Dominik, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einblicke ins Schiedsrichterwesen. Du hast aber Feierabend heute. Ja. Perfekt. Dann genießt die Zeit noch über Premier Cup. Wir sehen und hören uns spätestens bei 21 bei der nächsten Ausgabe. Schön, dass du da warst. Ja. Danke dir.